So Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin hier neu auf dem Kanal. Wir testen heute irgendwas Japanisches. Sieht man hier. Habe ich oft früher oder letztens auch sehr viele Videos gesehen drüber. Selbst so die Inder mit den Schlitzsacken, so halbe Inder mit auch halben chinesischen Gesichter haben immer so welches Zeugs probieren, haben selber immer gekotzt. Und bei denen habe ich immer gelacht, aber ich weiß nicht, wie ich selber jetzt reagieren werde bei dem. Sollte aber auch gut für das Herz-Kreislauf-System sein. Und es hat Vitamine. Hat Vitamine auch. Vitamin K enthält das Enzym Natokinase. Ja, ich weiß nicht, wie man damit anfängt, wie man es zubereitet. Ach stimmt, wurde uns vorhin erklärt, okay. Kriegt man das so auf? Ah. Vielleicht schmeckt es ja doch gut, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe es auch immer nicht gesehen. So sieht's verpackt aus. Also eine Soße, die mischt man dann, wird man dann oben drauf und dann vermischen wir das ganze Zeug. Das ist was? Sieht aus wie Senf, optisch her. Ah, da kommen doch schon die ersten Faden raus. Es riecht jetzt nicht so ganz schlecht. Riech du mal. Riecht. Süß. Riecht Maggi-mäßig halber. Es riecht aber auch irgendwie süßlich. Ja. Als ob es süß wäre. Es riecht ein bisschen nach Karamell. Ja, gut. Finde ich. Ja. Müssen wir halt jetzt gucken, was. Kriegt man das auf hier? Ah, ich hab's schon gefunden. Ah. Hast die. Scheiße. Schon der erste Fail. Cool. So. Die Soße ist gut. Wie Maggi. Genau das gleiche wie Maggi. Jetzt kommt das andere hier. Was auch immer das sein soll. Es ist einfach nur extrem gelb. Ich brauche irgendwas zum. Ach, hier. Oh, ich bin bescheuert. So, das ist ein Kennzeichen. Ganz kurz. Ich krieg's nicht auf. Ah, jetzt. So. Auch hier rein. Sieht echt aus wie normales Senf. Aber übertrieben. Okay. Ist auch Senf. Ich sag's denn. So. Folie sollte man auch raus tun natürlich. So, jetzt vermischen wir das Ganze. Es ziehen sich auch so Fäden. Das ist genau das gleiche, was ich in den Videos gesehen habe. Es ziehen sich so Fäden. Ja. Ich wollte eigentlich vorhin sagen, es sieht aus wie Käsespätzle. So. Die das immer gegessen haben in anderen Videos. Ja. Die immer so Stäbchen benutzt. Ja, eben. Für Sushi halt. So, jeder Hälfte. So viel willst du essen davon? Ja. So viel? Hier, füll dir was raus. Also, so viel? So sieht's für mich aus. Also es sieht jetzt nicht lecker aus, aber man muss auch nicht sagen, dass es scheiße aussieht. Es sieht halt also, ungewohnt aus, man kennt es halt nicht hier ja, in Deutschland. Eben. Du fängst an. Und dann sagst du mir. Ja, oder gleichzeitig kommt. Gleichzeitig. Also riechen tut's gut, es ist jetzt nicht so schlimm. Wie viel nimmst du? Einfach jeder wie er will. 3, 2, 1. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt der Nachgeschmack. Der Nachgeschmack ist nicht so lecker. Es riecht aber. Oh, es kommt immer her, oder? Komm. Ich sag so vorhin, es riecht gut.
Hier Maggi ein bisschen, oh, da ein bisschen Senf, okay, kann nur gut schmecken vielleicht. Der Nachgeschmack. Der Nachgeschmack ist ganz, 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 ganz komisch. Der schmeckt auf einmal wie Kaffee, bitter und Kaffee, was voll ist. Und dir schmeckt es anscheinend. Mm-mm. Ist ja besser wie ein Döner vielleicht für dich. Mm-mm. Boah, kann nicht mehr. Kann nicht mehr essen. Es ist sehr gesund für den Körper. Hm? Ja? Wenn es gesund ist, dann esse ich es. Es ist gut fürs Herz und fürs Kreislauf. Ich habe mir auch Schmerzen. Egal. Wenn es gut ist, kann man einen Haufen dafür essen. Aber jetzt so freiwillig, so zum Hobby, weil ich würde es nicht wie ein Döner essen. Ich auch nicht, nein. Aber man liest ja im Internet, das sei gut. Also ich bin einer, auch wenn ich es eklig finde, aber drin steht, es wäre gut für das Herz-Kreislauf-System. Dann müsste ich das halt mal essen. Aber Endfazit. Es wechselt die ganze Zeit die Geschmäcker, erst nach Maggi, Senf, dann zum bitteren Kaffee, dann, ach, was weiß ich noch was. Also der Nachgeschmack, es fing ganz leicht an, dann der Nachgeschmack, ganz komisch. Ich weiß nicht, was du dazu nee, sagst. Das ist echt komisch, also das ist... Aber ich habe mehr gegessen wie du. Ja, das stimmt auch wieder. Aber ist halt gesund. Gesunde Sachen schmecken meistens nie so. Ich habe immer noch was im Mund drin, habe noch nicht alles runtergeschluckt. Naja. Ich oder wir hoffen natürlich, auch, yeah, dass euch das Video gefallen hat. Gerne Abo, Like, Kommentar da lassen und das Video teilen. Danke. Tschüss.